Leute, willkommen zu einem weiteren Stream. Und habe ich's gewusst, ich warte jetzt wirklich bis 16 Uhr ab und dann kommt jemand, ne? Den letzten Livestreams war es ja so, dass schon einige Minuten davor jemand da war, aber heute nicht. Sind alle wahrscheinlich weggebrutzelt von der Hitze da draußen. Aber es ist jemand hier. Felix, wie geht's denn? Ich muss noch ein bisschen herum. Stellen die Kamera oder passt das so? Nee, das ist ein bisschen blöd. Und ich bin nicht top vorbereitet, muss ich sagen, für heute irgendwie. Keine Ahnung, die Zeit vergeht heute einfach so was von schnell. Ich war gerade trainieren. Ja, nicht. Yay! Wo ist das Gnilz? Und willkommen auch. Zu dir? Was? Zu dir? Ja, das ist jetzt nicht mehr mein Livestream. Egal. Willkommen, ihr beiden Spastis. Wo war ich denn jetzt? Ich war jetzt nicht ich selber trainieren, sondern ich habe für meine Pokémon Soul Silver Wedlock trainiert. Da habe ich jetzt einiges vor mir gerade. Und dann schaue ich auf einmal dann auf die Uhr und dann... What? Der Livestream beginnt gleich. Ja, hey, so süß. Naja. Süderle, wie machen wir jetzt? Naja. Und irgendwie fühlt sich das gerade so an, wie man hat mich. Oder ich. Wieso? Ich kann heute nicht reden. I blame der Hitze. Wie sagt man denn dieses Sprichwort? Ich bin auf dem falschen Bein aufgestanden. Sagt man das so? Keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall bin ich jetzt ein bisschen aus dem Konzept. Das deswegen, sorry. Naja, ich weiß aber noch, dass ich für heute einige Themen mir vorbereitet habe zum Reden. Das wird ja was. Naja, aber ein, zwei Minuten oder so können wir noch warten. Und ich stelle euch mal mein Team vor. Habe ich auch wieder ordentlich trainiert jetzt. Oh, so viel Training. Ich habe auch schon fast 100 Stunden Spielzeit hier. Aber da muss ich auch zu meiner Verteidigung. Warum zu meiner Verteidigung? Ich glaube, es sind 98 Stunden gerade. Aber das passt eh zu einem Gesprächsthema. Weil... Naja, eigentlich, das, was ich euch jetzt sage, ist jetzt nicht wirklich das Gesprächsthema, aber egal. So, mir hat auf YouTube jemand geschrieben, dass etwas Spezielles passiert, wenn man Mark und Cannon auf 100% trainiert. Und da. Na, heute mit... Hoffe ich auch. Egal, falls ich irgendeinen Quatsch zaumquassel heute. Sorry. Naja, aber wie ihr seht hier, ich habe mit jedem 100% trainiert, außer eben mit den beiden hier. Und dann schauen wir mal, ob da jetzt wirklich was passiert, wenn die auf 100% sind. Er war sich nicht so sicher. Auch bei Excel könnte irgendwas passieren, aber da habe ich schon trainiert und da ist nichts passiert. Vielleicht... Kann auch sein mit einem jüngeren Axel oder Mark, ne? Aus dem ersten Teil oder sowas. Ja, aber egal. Ich trainiere jetzt auf jeden Fall mal die beiden auf 100% hoch und dann schauen wir mal, ob irgendwas passiert. Mann. Ja. Du mit deinen Pants. Ach ja, das habe ich auch fast vergessen. Falls wir heute nochmal gegen Team Ogre antreten, ne? Weil ich habe Offscreen da mal ein bisschen mich herangewagt an das Turnier, an die vierte Runde, weil ich wollte einfach mal testen, ob das eh reicht, was ich da trainiert habe. Und da kam auf einmal Royal Academy und nicht mehr Team Ogre. Also heißt das, die Mannschaften, die sind wirklich komplett random. Dann habe ich ja voll das Pech gehabt, dass ich der Team Ogre bekommen habe. Naja, aber falls wir nochmal auf Team Ogre stoßen, kann ich euch sagen, unser... Wie geht's denn dir eigentlich? Das war ein Scherz, was? Spoiler?
Wie geht's denn? Ich weiß immer noch nicht, wie soll ich dich jetzt nennen? Manuel, dein echter Name oder Kapu? Ich weiß nicht. Ich tendiere ja immer auf die realen Namen, weil, keine Ahnung, irgendwie ist das mir ein bisschen doof, wenn ich den fiktiven Namen immer sage, irgendwie. Den Spitznamen im Internet. Das ist immer irgendwie so, ja, keine Ahnung. Naja, aber du hast ja irgendwas von einer OP geschrieben, also ich hoffe mal, es geht dir gut. Naja, auf jeden Fall, das Team Ogre-Spiel widme ich dann dir. Jetzt kannst du, ich glaube, ich habe dich schon mal gefragt, wie ich dich jetzt nennen soll. Und dir war es, glaube ich, wurscht, oder? Aber trotzdem frage ich dich jetzt noch einmal, wie soll ich dich jetzt überhaupt nennen? Weil das ist irgendwie merkwürdig, wenn ich dann... Bei Felix ist ja klar, Felix. Da brauche ich nicht nachdenken jetzt. Aber bei dir? Oder Katsu? Du hast ja tausende Namen. Das verwirrt mich ein wenig. Auf! So. Mal schauen, ob da jetzt wirklich was passiert. Auf jeden Fall widme ich dieses Team Ogre-Spiel jetzt. Dir, Manuel, sage ich jetzt einfach mal. Falls du wirklich eine OP gehabt hast, warum hast du... Was ist passiert? Da macht man sich doch Sorgen, ey. Kapu, okay. Ein Capoeira bist du, okay. Da muss ich mich auch mal dran gewöhnen. Naja. Aber das ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, jetzt die Spitznamen zu verwenden. Bei Lucky mache ich es ja zum Beispiel auch. Also, ich habe ihn auch gefragt. Irgendwie, das ist für mich selbstverständlich. Ich frage einfach mal, wie ich euch nennen soll. Und Lucky hat auch gesagt, eher sein Internetnamen als sein Real-Life-Namen. Natürlich nicht mit Nachnamen oder sowas, aber ja. Dann muss ich mir das jetzt wirklich einprägen in meinen Kopf. Kapu. So, aber Montag. Yes. Das kam schon ein bisschen plötzlich, muss ich sagen, ne? Auf einmal schreibst du da auf Twitter irgendwas mit einer OP und sowas und du... Nee, ist nicht das Gleiche. Okay. Ist was passiert? Nö. Vielleicht passiert ja irgendwas mit dem ersten Mark oder mit dem zweiten Mark, aber mit dem dritten Mark, wie es ausschaut, passiert hier nichts. Okay. Wollte einfach mal schauen. So, und einfach für den Fall, dass jetzt wirklich irgendetwas passiert, irgendwas Spezielles, dass ich das jetzt hier eine Live-Reaktion habe. Aber wie es ausschaut, ist das nicht der Fall hier jetzt. Naja. Also, ich habe euch ja das Team jetzt eigentlich ja schon gezeigt, ne? Ihr habt ja auch gesehen, ich habe jetzt ein anderes Trikot. Ist ein bisschen doof, wenn wir jetzt wieder auf Team Ogre stoßen, weil die haben eigentlich fast genau das gleiche Trikot von den Farben her. Deswegen, ja, ist ein bisschen doof. Und das ist immer auch ein bisschen merkwürdig, muss ich auch sagen, dass ich da immer so nach unten schaue, weil dort ist mein Gamepad, meine Wii U Gamepad, wo ich eben meine Anzeige habe. Und normalerweise habe ich meine Anzeigen eigentlich immer direkt unter der Cam. Also... Mit Augenkontakt kann man sagen, ist das hier ein bisschen merkwürdiger, kann man schon irgendwie sagen. Naja, auf jeden Fall ist das mal unser Team hier. Ich glaube, die drei, oder ich habe schon meinen Fokus drauf gelegt mit Dreiertechniken, ne? Schusstechniken. Feuerwelle ist, glaube ich, kann man jetzt nachgucken, ne? Hops und Kräuer. Die sind eh gleich dort vorne. Dann, ja. Aber ich habe das schon offscreen gesehen oder schon bemerkt beim Trainieren. Team Ogre ist so nervig. Naja, aber spielen wir jetzt einfach mal. Die erste Runde der vierten Runde. Was? Also dann. Und? Ist wieder Team Ogre? Alles klar. Ich sehe ja nicht mal, wer das Team ist. Das ist doof. Wegen Typen Vorteil und Nachteil, ne? Und, oh Mann. Warum Team Ogre? Die gehen mir so auf den Sack. Generell,
Hier in diesem Spiel ist der Torhüter doch ziemlich OP, muss ich sagen. Halt die Fresse. Ich möchte dich nicht reden hören, ey. Es ist so unfair, der Torhüter, der ist einfach zu overpowered, generell. Das ist irgendwie unfair. Und wenn dann so eine Dreier-Verteidigungstechnik, Torhütertechnik, was mach ich denn? Wenn die dann auch noch so eine Technik haben, dann ist das noch... Ah, Marc ist auch im Tor. Dann ist das noch unfairer, weil bei einer Schusstechnik, ne, müssen die Partner ja in der Nähe sein. Aber beim Torhüter können die meilenweit entfernt sein. Und das finde ich so extrem unfair hier. Und der ist wieder natürlich aufgeladen, ne? Und aufgeladen sind die sowieso immer. Ich glaube, da muss man wirklich ununterbrechen, brachen mit Schusstechniken auf den Torhüter schießen, dass der mal ein bisschen K.O. wird. Das ist so unfair hier. Und der hält einfach alles mit dieser Technik. Was? Aber da muss man ein bisschen aufpassen hier. Ne. Ja. Da habe ich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Nein. Da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Naja. Aber ihr seht ja, der Torhüter von denen ist jetzt schon voll aufgeladen. Und mein Torhüter? Glaube ich nicht, ne? Na doch, jetzt schon. Aber vorher nicht, ne? Ich habe auch das Gefühl, das ist auch ein bisschen unfair, weil der Torhüter hier vom Gegner oder generell die Gegner schneller aufgeladen sind. Ja, das darf auch nicht sein. Ja, generell, es ist halt das... Nein. So. Was? So. Lieber von hinten angreifen mit dem Verteidiger, weil er dann auf den Torhüter rennen muss. Und das ist ja ziemlich doof für ihn. So. Ja. Komm. Oh, jetzt ist er schon... Sind sie aber wieder da. Aber es schaut so aus, dass die Verteidiger wirklich in der Nähe sein müssen für diese Technik. Weil die gehen ja auch immer wieder nach hinten. Aber ich habe zwischen Mittellinie und 16er waren mal die Verteidiger, also ein Konter von mir. Und trotzdem konnte er das dann noch einsetzen. Machen die. Ja, das ist wirklich so. Was für ein übles Foul. Ja. Boah, habt ihr das gesehen? Ja, ich wollte schon sagen, wann kommst du eigentlich mal daher, ne? Oh Mann, jetzt natürlich ist er wieder gleich aufgeladen, ne? Jetzt hätte ich die Dreierschusstechnik fast gehabt, ne? Aber nope. Das Spiel denkt sich jetzt auch gerade wieder, nope, fuck you. Naja. Aber ihr braucht ein bisschen Konzentration. Aber sehen wir es positiv. Wenn wir gegen sie gewinnen... Was für eine tolle Abwehraktion! Was ist das? Was sind das? Findest du die oben, oder? Wieder so ein Fußmarsch durch mein Städtchen. Vielleicht hört man es ja, ich glaube, jetzt hört es wieder auf. Ja, da war gerade so ein Trommeln. Das hat leicht irritiert. So würde Opa spielen. Schön für den alten Knappe. Und Schuss. Einfach schießen, ne? Ich hab's damals geschafft. Komplett leer schießen. Da muss man mal zum Schuss kommen, ne? Aber der war jetzt nicht... sehr aufgeladen, ne? Sehr aufgeladen, weil mir ist auch aufgefallen, wenn die im Super Saiyajin-Modus sind, dann verlieren sie eher Punkte. Und so kann man sie leer schießen, ne, die Torhüter. Aber man muss erstmal nach vorne kommen und die ganze Zeit schießen, ne? Los, Frost, du auch. Ich schieße jetzt einfach mal von hinten, ne? Einfach mal so. Einfach schießen. Das ist vielleicht hier die Devise gegen so einen Torhüter. Ah, oh, ewiger Eiswind. Ja, komm her. Es ist eh so heiß. Okay.
Das ist jetzt wahrscheinlich wieder so, oh ja, ich kann das auch mit meiner Level 2 Technik halten. Aber der verliert jetzt schon langsam Punkte, ne? Oh, jetzt wird's knapp. Naja, aber eigentlich sollten wir das schon halten können mit Mark. Das ist mir aber auch aufgefallen, dass... Da, jetzt ist er nicht mehr voll aufgeladen, ne? Vorher war er die ganze Zeit aufgeladen, aber jetzt nicht mehr. Das finde ich auch so eine Verarsche. Bei den Torhütern ist er dauernd aufgeladen, bis man mal schießt. Natürlich. Ja, das ist eine Verarsche. Mark, ihr habt es ja vorher gesehen, war voll aufgeladen. Und dann auf einmal, nö. Und diese Technik, übrigens bekommt man, wenn man mit allen drei Marks trainiert, auf 100%. Wollte ich euch auch einfach mal zeigen, aber hat sich anscheinend nichts gebracht. Und da, unsere Spieler sind auch überhaupt nicht mehr aufgeladen. Das ist auch wieder so eine Verarsche hier in diesem Spiel. Generell, ne? Inazuma 11 Kampfsystem. Der größte Betrug ever, immer. Na, komm! Mann, ey! Aber ich gebe hier noch nicht auf. Ich könnte wieder neu starten, ne? Und hoffen auf einen neuen Gegner. Aber, joa. Wir schaffen das auch so. Mann, ey! Ich habe euch gar nicht gesehen. Die Gegner schaffen es einfach nicht, ohne zu schummeln, ne? Die sind immer aufgeladen und ich nicht. Jetzt bin ich wieder am Nörgeln. Aber es regt halt schon auf. What the fuck machst du da? Es regt schon auf. Warum Level 5? Könnte kein gescheites Kampfsystem erstellen, das nicht unfair ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die wirklich alle maximale Power haben, ne? Bei den ganzen Werten. Da ist ja immer wieder so ein Platz frei und das kann man ja selber hochboosten. Und ich habe mal nachgesehen, man kann diese Werte, also die Ränge hochboosten mit diesen Fibeln. Nur, die Fibeln, die kann man erst nach Abschluss so gesehen kaufen. Mann, ey, ich hab doch losgelassen. Und das finde ich dann auch eine Verarsche. Wie soll man denn bitte trainieren, wenn man das erst dann nach Abschluss, kaufen kann? Diese Ränke-Boost-Dinger. Das ist so eine Verarsche. Und ich muss dann schon sagen, ja, das klingt jetzt wieder gerade ein bisschen ragehaftig. Ich hatte trotzdem mit dem Spiel Spaß, aber ich werde es nicht wirklich vermissen, kann man sagen. Wenn wir jetzt hier dieses Stream-Projekt abschließen, weil, ja. Yay, es hat funktioniert. Bobbe, es ist da. Ja. Du hast ja auch Probleme gehabt, ne, mit... Mann, ey, was war da? Das war doch nix. So. Oh, Mann. So macht Spaß. Blöder Bowser, habe ich jetzt schon gelesen. Kommt nach vorne, please. Kommt, eine Dreierschusstechnik. Die schafft man doch. Yes. Und ist er wieder aufgeladen? Mich will's nicht wundern, diese blöde Torhüter hier. Natürlich ist er wieder voll aufgeladen. Ne? Und wenn er voll aufgeladen ist, verliert er ja, glaube ich, keine Punkte. Mann, ey. Das ist so nervig. Und ich habe ja, ihr habt es ja gesehen vorher, mit jedem 100%. Und trotzdem hilft das nichts. Ja, komm. Nein, die schauen alle so gleich aus. Warum können wir nicht irgendwie das Auswärtstrikot anhaben jetzt? Das wird doch passen, ne? Aber dann probieren wir einfach mal hier mit dieser... Mann, ey. Mit dieser Slow-Mo-Taktik. Da geht's ja immer rein irgendwie. Aber man muss halt mal so weit kommen. Ja, natürlich. So, gib mir den Ball. Ballen. Yes! Auf geht's! Nein. Ja, was ist faul? Schiri, faul! Ach, Mann. Dieses Spiel. Aber man muss dem Spiel auch lassen, weil das ist ja eigentlich wirklich nur Training, dieses Spiel. Sein Team erstellen und trainieren. Die ganze Zeit. Und normalerweise ist das nicht wirklich, was mich so reizt bei Spielen.
das vergleiche jetzt mal mit, keine Ahnung, Pokémon mit diesen. Mit diesem Kampfparadies und blabliblub, ihr kennt euch wahrscheinlich aus, ne? Im Aftergame von Pokémon. Da habe ich auch absolut kein Interesse, weil das sind eigentlich nur Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe. Und hier habe ich es aber doch. Ja, faul vielleicht, hallo? Torhüter auch noch, ne? Aber hier habe ich es doch ziemlich lange ausgehalten. Und mein Spielspaß war auch noch auf einen höheren Level, ne? Das muss man dem Spiel dann auch lassen. Das Trainieren hat auf jeden Fall doch Spaß gemacht. Aber ja, wenn man dann näher über das Spiel nachdenkt, über das Kampfsystem, dann verliert man doch schnell die Motivation. Und da jeder ist aufgeladen, jeder kann immer gleich was einsetzen. Das ist eben das, was ziemlich ankotzt. Ich weiß nicht wirklich, was ich hier machen soll. Weil gegen den Torhüter kann man nur ran, wenn man wirklich ununterbrochen auf sein Tor schießt. Aber erstens, du musst mal die Leiste dauernd vollkriegen, dass du irgendeinen Schuss Zaum kriegst. Und, wo ist mein Verteidiger? Komm. Och Mann, ey. Marc, renn halt raus. Okay, dann wird das 2-0. Yes. Da seht ihr. Und Marc ist natürlich wieder absolut nicht aufgeladen. Das ist eben das, was ankotzt. Und mir wurde auch gesagt. Jetzt hält er den aber. Warst du das, Felix? Aber, irgendjemand hat mir den Tipp gegeben bei den Fangtechniken. Ist das Spiel schon vorbei? Dass da. Mann, ey. Dass es hilft, wenn man irgendwelche Knöpfe schnell hintereinander drückt. Das habe ich mal offscreen immer wieder probiert. Nur. Los! Schieß halt rein! Und manchmal kommt es wirklich so vor, dass das hilft. Stimmt das wirklich? Wenn man wirklich schnell irgendwie, ich glaube, A, B und. So. Wer reicht jetzt? Auf geht's! Komm! Schießen! Schießen, Tor! Mir kommt aber wirklich vor, wenn man manchmal hier die Knöpfe dauernd drückt, dass dann die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass man was fängt. Ich war das nicht. Nee, okay, dann war es jemand anderes. Kann sein, dass ich da immer wen durcheinander bringe. Es macht so viel Spaß, ey. Yeah. Was? Vielleicht noch ein Schuss irgendwie? Nope. Meine Damen und Herren! Das war's dann für heute. Es nervt so. Man trainiert so viel. So viel die ganze Zeit. Und dann. Das ist eben das Blöde in Inazuma Eleven. Ist so. Der ein. Was? Also, das hilft wirklich. Ja, ich hab's auch bemerkt. Aber manchmal geht er halt doch dann rein. Oder ist das wieder so ein Pseudotipp wie im Pokémon, ne? Knöpfe drücken, dann fängt man ein Pokémon eher, ne? Es ist nervig. Nervig, okay, dann nochmal. Und ich hoffe mal diesmal, dass wir auf einen anderen Gegner stoßen. Das wäre voll nett. Los! Ich habe einmal gegen die Royal Academy gespielt, also. Und warum kann man da nicht einsehen, ne? nein, Berater wollte ich eigentlich jetzt gerade nicht machen. Haben wir sonst irgendwas? Ja, du wirst halt von der Schuss. Vom Schusswert sehr gut, ne? Da sieht man eh, ne? Schuss ist jetzt auf Rang B. Ein Rang kann es noch steigen, wie man es ja an der leeren Stelle sieht. Aber das kann man nur mit den Fibeln irgendwie boosten. Und das kriegt man, glaube ich, nach dem Story-Modus hier so gesehen. Also für die Wurst, du kannst da nichts machen. Das ist auch so eine Verarsche, kann ich euch sagen. Nein, ich möchte zurück. Und ich hoffe jetzt, kein Team Ogre. Please. Okay. Dankeschön, kein Team Ogre mehr.
dann hoffen wir mal, dass man hier jetzt gute Chancen hat gegen den Torhüter. Obwohl, es ist ein Torhüter und der fängt ja eh immer alles, egal welcher Torhüter das ist. Ja, natürlich ist es schwieriger, aber ja, das Thema haben wir ja schon mal gehabt, ne? Und jetzt was? Warum bist du jetzt auf einmal... Okay. Also manchmal geht das Aufladen wirklich schnell und manchmal nicht, ne? Klappt dieser Trick auch während dem Schießen oder so? Und er ist wieder voll aufgeladen gerade, oder? Ich glaube schon. Aber schauen wir mal. Okay, wenigstens geht er rein. So schnell kann das gehen. Nur Team Ogre ist irgendwie nervig. Voll nervig. Naja. Aber wie es ausschaut. Jetzt ist Kravia. Jetzt ist er aufgeladen. Warum? Warum geht das auf einmal nicht so schnell? Das ergibt auch keinen Sinn. Vorher hat es Jahrhunderte gedauert und jetzt... Komm, Mark. Slider! Leon! Ole, ole! Warum ole, ole? Keine Ahnung. Hallo. So. Dann probieren wir mit einer Dreierschuss-Technik vielleicht. Komm. Nein. Och, was ist denn los? Naja. Aber ich wollte eh über diverse Sachen reden, das passt ja. Okay. Mark, ich hoffe mal, du fängst den. Ja. Und jetzt ist Mark aufgeladen, obwohl er nichts gemacht hat. Das ergibt alles keinen Sinn, ne? Los, Mark, halt den Ball! Hebelschwäger! Und er hält ihn nicht. Warum auch nicht? Sie haben den Ausgleich erzielt! Okay. Dann komm wieder. Du Fresssack, du. Und keine Ahnung, warum jetzt Mark den Ball nicht gehalten hat. Das sollte anscheinend die beste Technik im Spiel sein. Zumindest was Torhütertechnik betrifft. Es ist auch kompliziert, diese Technik zu bekommen. Aber trotzdem denkt sich das Spiel, kein Bock. So, wir schießen einfach mal von da hinten. Hat ja beim Gegner ja auch geholfen, ne? Vielleicht gerade hier passt das hier ein bisschen. Ein bisschen. Oh Mann, ey, wo kommt der auf einmal da hier? Jetzt hält der ihn natürlich. Naja, aber hier ist es wenigstens nicht so frustrierend. Oder ihr geht trotzdem rein, okay. Cannon, er ist der Beste ever. Naja. Ach ja, ich wollte Mark rauswechseln, weil der scheint nach wie vor eine Lusche zu sein, oder? Ja, C-Rang, aber... Spieler so. Gut, ich hoffe mal, wir stoßen dann in der zweiten Runde nicht auf Team Ogre, ne? Was? Ein Link? Nope, darfst du nicht. Also Links möchte ich hier nicht sehen. Nein, jetzt kommt nicht mit diesem Flachwitz daher. Aber Link ist jetzt voll traurig, der aus Zelda, ne? Aber nope. Links möchte hier keine sehen. Oh Mann, ey. Jetzt rennt er wieder davon, ne? Und schauen wir mal, ob sich jetzt das was gebracht hat, ihn reinzuholen. Und? Haben wir irgendeinen... Nope. Wir haben leider nichts hier, keine Verteidigung. Was? Was ist da was drin? Was? Da seht ihr mal. Auf Hector ist Verlass. Und auf Mark nicht. Ich wollte ihm die Chance geben, ne? Die Chance seines Lebens, ne? Lasst mich in Ruhe, please. Komm, Axel. Yes. Dann, Austin und Axel, rein die Kugel, please. Das könnte helfen, ne? Sanax-Team. Ja. Ich möchte jetzt über das Kampfsystem nicht näher nachdenken, weil das frustriert nur. Er ist wieder da! Hurra! So. Yes! Jetzt komm ich! Nein, jetzt komm ich, aber... Wo rennst du bitte hin? Habt ihr Kravia gesehen? Er ist einfach jetzt so nach hinten gelaufen, weil er sich gedacht hat, ja. Schnell rein, die Kugel oder so. Achso, wir führen jetzt 2-1. Irgendwie hätte ich gedacht, nope, wir liegen wieder irgendwie hinten.
Naja. Falls ihr Bock habt, können wir vielleicht ein bisschen über die EM reden, aber ich glaube, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, da ist nicht wirklich große Interesse vorhanden. Vorhanden sogar. Aber nur kurz gesagt, die EM. Meine Enttäuschungen der EM, was mich zutiefst enttäuscht hat, war die österreichische Mannschaft. Aber das wissen wir eigentlich eh schon länger. Weil die haben so viel Potenzial gehabt und haben nichts draus gemacht. Ich verstehe immer noch nicht, wie kann man so schlecht spielen? Naja, und Italien dann halt im Deutschlandspiel, das war auch nicht wirklich. Erstens mal nicht wirklich klug gemacht von denen auf Elfmeterschießen gegen Deutschland zu spielen. Weil die Deutschen, ne, mit ihrem ständigen Glück, muss man dann auch zugeben, ne? Die Deutschen, ihr Deutschen mit eurem Glück, die gewinnen sowas natürlich. Und dann auch noch so ein Elfmeterschießen. Aber das konnte ja keiner sehen. Oder vorhersehen, dass das so ein Elfmeterschießen wird. Aber trotzdem, generell, das zeigt wirklich, wie dumm die Italiener waren, dass die wirklich in Erwägung gezogen haben. Elfmeterschießen gegen die Deutschen. Und generell haben es eigentlich doch enttäuscht für mich, die Italiener. Sie waren ja eigentlich meine Favoriten. Rein von dem, was sie gezeigt haben. Und ja, schießen wir einfach drauf. Aber was die da gegen Deutschland geleistet haben, das war eigentlich nichts. Das hat mich dann schon enttäuscht. Und naja. Dann halt Frankreich, Deutschland. Aber das ist auch wieder so ein Thema. Da haben sich auch wieder sehr, sehr viele aufgeregt. Obwohl, das kann ich hier jetzt auch mal klären, ne? Weil auf Twitter habe ich ja immer wieder gesagt, ich helfe für die anderen Mannschaften. Also ich bin dauernd gegen Deutschland und ich freue mich, wenn Deutschland auf die Schnauze fällt und so. Und da kamen da auch dann immer wieder Fragen, warum und blablabla. Das kann ich hier jetzt auch mal regeln. Es ist eigentlich einfach, ne? Eigentlich ist es ja gleich wie alle anderen Top-Nationen. Es gibt halt Fans oder generell die Medien, die Fans und auch manchmal die Mannschaft, die sind einfach immer arrogant. Und das gibt es eigentlich überall, ne? Nicht nur in Deutschland. So ist es ja nicht. Aber der große Unterschied zu den anderen großen Fußballnationen ist bei Deutschland, dass ich erstens mal Bemerkungen gleich mitkriege, weil ich ja hier in Österreich lebe und ja, wir sprechen hier halt Deutsch, ne? Mann, ey. Und deswegen können die, keine Ahnung, Spanier so viel reden, wie sie wollen und ihr Maul aufreißen, aber ich werde es trotzdem nicht verstehen, ne? Das ist eigentlich ein großer Unterschied, warum ich nicht so genervt bin, was die anderen Nationen betrifft. Und bei Deutschland kommt auch noch hinzu, was ziemlich nervig ist, eben dieses Glück. Die Deutschen haben einfach dieses typisch deutsche Glück. Und an sich ist das ja nichts Schlimmes. Die Deutschen, die greifen an, die arbeiten, sie erarbeiten sich ja das Glück, ne? Das ist ja nicht das Schlimme. Aber die Deutschen haben natürlich immer so viel Glück und das zipft so an, das nervt. Und dann tun wieder alle, dass sie die Besten sind. Natürlich sind es eine gute Mannschaft, aber dann sind es wieder so hochnäsig, so arrogant, obwohl sie eigentlich immer extrem viel Glück haben. Auch das Spiel gegen Italien, das Tor, das war erstens mal abseits von Gomez vorher. Und der Ball wurde so abgefälscht bei dem Pass, dass Özil den Ball bekommen hat und nicht irgendwie ein Verteidiger. Das ist eben so ein Ballglück, das die Deutschen dauernd haben normalerweise. Was dann mich auch gefreut hat, war dann gegen Frankreich, dass dieses typische deutsche Ballglück, dass sie das verlassen hat gegen Frankreich. Und ich hoffe mal, dass die Deutschen mal einsehen, was das für eine Qual ist als Außenstehender, wenn man sieht, dass die Deutschen eigentlich die sind, die immer Glück haben und deswegen meistens immer gewinnen. Natürlich gewinnen sie auch oft, weil sie die bessere Mannschaft sind, ne? Aber
Oft gewinnen es dann halt immer durch irgendeine glückliche Szene, ne? Och Mann. Lass das. Das ist so ekelhaft, wenn man darüber nachdenkt. Was haben die Deutschen eigentlich gesagt danach? Mit dieser Schnupperszene, dass er da dauernd dann seinen Körperteilen schnuppern musste. Haben sie nicht sich irgendwie aufgeregt, dass das eine Unverschämtheit ist, dass die Kameras sowas auffassen? Irgendwas habe ich da mal gehört. Wenn das stimmt, dann ist das wirklich extrem bescheuert. Weil welcher normale Mensch greift sich in der Öffentlichkeit, in einem Fußballstadion, als Trainer der deutschen Nationalmannschaft dort unten? Auch bei den Achseln hat er das ja gemacht, ne? Bei den Achseln. Und dann riecht er auch noch dran. Was soll das? Keine Ahnung. Vielleicht war das Strategie, um irgendwie abzulenken von seiner Mannschaft, dass jeder über den Trainer spricht und nicht über die Mannschaft und dann der Druck ein bisschen weniger ist oder so. Naja. Mann, lass das jetzt. Das ist ekelhaft. Naja, aber auf jeden Fall zurück zu den Deutschen mit ihrem Glück. Die haben halt meistens extrem viel Glück. Und dann gibt's halt auch Spiele, wo sie halt mal nicht Glück haben. Eine der seltenen Gegebenheiten. Und natürlich, ich habe dann ja selber dann in den Social Media Reaktionen gesehen. Es gibt natürlich dann auch überall immer diese schlechten Verlierer, die dann herumragen und dann sogar Hass dauernd verbreiten. Das gibt's wahrscheinlich überall. Aber trotzdem kriegt man das hier eher mit, weil man ja Deutsch spricht und nicht irgendwie Italienisch, dann kriegt man nicht mit, was Italiener dauernd schreiben oder so. Oder in den Medien. Das ist eben der große Unterschied zu den anderen Nationen, ne? Aber das ist auch. Es ist also. Es gibt so extrem verbitterte Menschen. Und generell. Wenn wirklich jemand glaubt, dass der Schiri dran schuld war an der Niederlage bei den Deutschen gegen Frankreich. Die haben wirklich keine Ahnung. Muss man dann auch zugestehen. Der Schiri hat eigentlich eine ziemlich starke Leistung gehabt. Und generell, mich hat es so extrem gefreut beim Schweinsteiger, dass er dann so einen Fehler gemacht hat und deswegen Elfmeter und dann 1-0. Weil der Schweinsteiger, das habe ich schon öfters im Turnier gesehen, das ist derjenige, der, wenn er beim gegnerischen 16er drinnen ist, der schupft die Gegner dauernd weg, damit er halt irgendwie einen Vorteil bekommt. Ne? Das habe ich jetzt schon öfters gesehen bei ihm. Und auch vorher bei so einer angeblichen Elfer-Szene im Frankreich-Spiel, da hat der Schweinsteiger den Verteidiger mit sich gerissen und ist dann hingefallen und wollte dann einen Elfmeter haben. Und deswegen habe ich dem Schweinsteiger diese Szene da wirklich vergönnt. Dass er dann so einen Fehler macht und deswegen Deutschland so gesehen durch diesen Fehler dann verliert letzten Endes. Das habe ich ihm so vergönnt, kann ich euch sagen. Da habe ich mich dann doch gefreut. Weil er war derjenige, der dauernd die ganze Zeit so diese Tricks auf sich genommen hat, um irgendwie einen Vorteil zu bekommen. Was? Komm schon. So. Gut, ich habe jetzt viel gequasselt und ja, ich muss mal im Chat danach schauen, was ihr da so geschrieben habt. Meine Güte, was sollte das? Habe ich jetzt wieder diese heiße Phase aktiviert? Naja. Aber Hector ist ein sicherer Hinterhalt hier. Gut, 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 gut. Süderle. Dann gewinnen wir mal dieses Spiel und dann schauen wir weiter hier. Dann schauen wir weiter. Los! Natürlich, natürlich. Ist aber auch irgendwie eine Verarsche, ne? Das hat jetzt aber lang gedauert. Wir waren in Zeitlupe und der Gegner konnte in Echtzeit einfach dann seine Technik einsetzen. Was? So. Und ich muss auch sagen, ich habe vom Gegner auch was gelernt, was das Tackling betrifft. Meistens grätsche ich noch rein, ja, das ist mir schon bewusst. Aber trotzdem, ne? Komm, Frost! Es ist eh so heiß hier.
So. Ja, wie schon gesagt, ich lese mir mal das alles dann nach dem Match durch, weil das ist irgendwie jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Ich muss mich hier konzentrieren drauf. Yes! 4-1! Und ich muss sagen, wenn wir dann jetzt auf Team Ogre stoßen in der zweiten Runde, dann werde ich eher defensiv rangehen. Ich spiele dann auf dem 1-0 oder so. Yes! Auf geht's! Auf geht's, Leute! Nope! Nope, nope, nope! Los! Nein! Du möchtest gehen, Aerion, geh weg! Yes! Ach ja! So. Kriegen wir noch das 5-1 hin? Vielleicht? Oh, jetzt schießt er wieder von da hinten, ne? Los! Ja! Wetten, wenn ich jetzt mit einer Level 1 oder Level 2 Taktik daherkomme jetzt, dass der trotzdem reingeht, obwohl diese Distanz und ja, blabliblub, ne? Dann schauen wir mal. Oder Hector, wie schaut's aus? Er hält ihn, okay. Auf Hector ist er eben verlassen, im Gegensatz zu Mark. Ich wollte ihn ernsthaft die Möglichkeit bieten, ne, mit seiner neuen Taktik. Aber nein. So, was habt ihr alle so geschrieben, ey? So viel, da kommt man nicht nach. Was? Deutsche Kartoffel? Was, warum deutsche Kartoffel? So, drück die Daumen, dass wir kein Team Ogre bekommen, weil die gehen mich an. So, was, der eine blonde Typ? Achso. Ja, das war schon lange her. So lange. Als ich das angesprochen habe. Frankreich hat Heimvorteil. Naja. Die Deutschen aber haben aber im Frankreich-Spiel auch nicht wirklich gut gespielt, muss man sagen. Sie waren so gesehen dominant, haben das Spiel gemacht, aber nicht wirklich gute Chancen erarbeitet. Da waren die Deutschen eigentlich selber dann schon schuld. Und jeder sagt immer, die Deutschen waren die viel bessere Mannschaft, obwohl das nicht stimmt. Das habe ich dann auch auf Twitter gebracht, weil es gibt auch Mannschaften, deren Taktik so aussieht, dass sie die Gegner spielen lassen und dann auf Konter auf sind. Ne? Das ist genauso im Fußball. Und wenn sie das perfekt machen, dann sind sie dann auch die bessere Mannschaft, obwohl das gegnerische Team das Spiel macht. Ne? So einfach ist es nicht. Die Deutschen haben einfach, waren vor am Tor ja auch immer wieder mal gefährlich, aber nicht wirklich. Ne? Es hat nicht ausgereicht. Wissen wir jetzt gegnerische Mannschaft? Naja, aber es stimmt schon, dass das irgendeinen Vorteil mit sich bringt, ne? Mit der Heim-EM und so. Viele deutsche Fans, aber ja. Das habe ich eben auch gesehen mit deutschen Fans auf Twitter. Und ich habe auch welche gesehen, die dann rassistisch geworden sind. Und ja, das ist... Aber ich glaube, die gibt's überall. Wir kriegen es halt mit, weil wir eben Deutsch sprechen. Wahrscheinlich gibt es in Italien oder in Spanien wahrscheinlich auch genauso, na nicht genauso viel, aber sicher auch extrem viel Idioten. Aber wir können es halt nicht wirklich lesen. Und wir kriegen das auch nicht wirklich mit, weil warum sollen deutsche Medien über spanische Spastiaten oder so schreiben? Oder so, ne? Naja, das finde ich auch lustig. Versucht beizubringen, dass ich für Deutschland sein muss. Ja, das ist auch wieder so ein Patriotismus. Ah, mit dem Zwingen. Naja, aber da muss man halt drüber stehen. Entwickel selber. Ah ja, Alice Academy, dankeschön. Oh, wie es ausschaut, kriegen wir kein Dingsbums mehr zu Gesicht. Kein Team Ogre. Und nein, Goenji ist nicht besser. Fubuki for the win. So, sowas nervt mich auch. So, ne? Ja, gegen Emotionen, was Fußball betrifft, habe ich ja eigentlich auch nichts. Aber man kann es wirklich extrem übertreiben. Besonders, wenn man dann verletzend wird. Das könnt ihr dann besser. Hallo, wir haben gerade angefangen. Aber ja, es gibt halt immer schlechte Verlierer auf der Welt. Die lieber dann auch
die Fehler beim Gegner oder bei irgendjemand anderem suchen, anstatt selbst auf sich selber zu blicken, ne? Eben das mit dem Schiri schuld. Der war für Frankreich, ne? Weil er Italiener war. Genau, Pommes, genau. Das war so lächerlich. Auch schon vor dem Spiel hat es geheißen, ja, natürlich, dass das, wenn das nicht nach Betrug schon riecht. Der Schiri war extrem stark in dem Spiel, kann ich euch sagen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich eher für Frankreich war und Frankreich gewonnen hat. Ich kann da schon irgendwie differenzieren. Normalerweise wäre ich ja auch für Österreich, ne? Wenn sie so eine Leistung bringen wie in der Quali. Aber weil es so extrem schlecht waren, habe ich ja auch schon am ersten Tag auf Twitter gesagt. Also so nicht. Da vergönne es den Isländern schon. Oder den Portugalesen sogar. Obwohl die auch sehr schlecht waren die ganze Zeit. Aber wirklich, Portugal, die waren in dieser EM auch nicht wirklich so gut, dass sie wirklich jetzt sich Finalist nennen können. Rein von der Leistung her. Warum ist Marketing so? Das hoffe ich auch für dich, Marc. Weil das wird mich schon ärgern. Himmelsfänger, gut gemacht. Was? Super Uropa? Was hast du gerade gequasselt? Naja. So, yes. Und Cannon schießt die nächste Kugel rein, wer weiß. Und yes. Naja, aber schauen wir mal. Nicht mitkriegen, gehe auf englische Seiten. Ja, ist natürlich klar, aber kommt halt drauf an, wo du dich dauernd hinbegibst im Internet. Begibst. Egal. Weil, wenn du dich in englischen sozialen Medien herumirrst, dann kriegst du natürlich auch sowas mit, besonders die Engländer, ne? Was ist die EU? Super Uropa. Hat er das wirklich gesagt? Ich weiß nicht wirklich. Jetzt wird's aber. Ich bin draußen. Ich gehe jetzt raus. Taktik wollte ich einsetzen. Mann, ihr schreibt so viel. Ich kann aber nicht wirklich lösen. Ich kann nicht lösen, oh mein Gott. Und so, jemand will dann Kindern Lesen beibringen, der selber nicht lesen kann. Ja. So schaut's aus. Stirbt! Alias Academy. Ach ja, die Alias Academy. Es war halt wirklich strange. Immer so mit 11-2, ne? Mit den Aliens. Und das war ein bisschen übertrieben, kann man sagen, ne? Jetzt hört auf zu schießen. Der arme Mark. Aber generell, die Alias Academy, die Weisen, die kann man ja nur ins Herz schließen, ne? Die armen Kinder, die einfach verlassen wurden oder ihre Eltern verloren haben. Ach ja. So gefällt mir das. Auch wenn die ganze Story in Inazuma Eleven 2 ein bisschen strange ist. Mit dieser Alien-Thematik. Aber egal. Ich mag die Alien Academy. Das Lernen kann ich lesen. Ne, jetzt so eine Bauchbinde einfügen. das mit dem vielen Schreiben ist unterschätzt. Bewusst verlieren. Tja, aber 3-0 steht schon. Ich möchte halt jetzt wenigstens einfach mal dieses Turnier abschließen. Wir können von mir aus auch dann später nochmal uns gegen Dingsbums wagen. Gegen Team Ogre. Aber ich möchte jetzt erst einmal dieses Turnier abgeschlossen haben. Zum einen, damit ich dieses Stream-Projekt abschließen kann, weil das möchte ich hier schon erreichen, ne? Und zum anderen möchte ich dann auch meine Spieler alle boosten. Ne? Das kann man ja anscheinend erst nach dem Turnier, nach dem Abschluss. Ja, und dann werden wir Team Ogre in den Hintern treten, so schaut's aus. So, Austin, schieß du mal rein. 1-1 gegen den Torhüter. Du machst das! Ach ja, Austin ist auch. Ich mag Austin. What the fuck? Ich habe es gar nicht probiert. Okay. Das war Austins Verdienst, ne? Er hat sie schwindelig gespielt. So, wasch, what the fuck? Was habt ihr da gemacht? Was machst du?
Ach ja. Sind wirklich alle wie ich. Was heißt denn das? Hast du auch deine Eltern? Na, obwohl, das ist wahrscheinlich jetzt nichts, was man im Stream bespricht. Aber das wäre, naja. Na, gehen wir nicht mehr. Das kam all of a sudden. Lass das, das verwirrt dich. So, den ganzen Text, den lese ich mir dann in der Pause durch oder so, ne? Obwohl, eine Halbzeit und schon 4:0. Auf welchem Level sind die eigentlich jetzt? Weil man kann ja auch offscreen bei den Freundschaftsspielen bis zu 3 Sterne einstellen. Und ja, die scheinen... Na, obwohl, ich kann mir gut vorstellen, dass die schon 3 Sterne sind. Komm aus dem. Du kriegst die Kugel rein. Eigentlich wollte ich allein schießen. Okay, dann. Da, Axel. Einfach so, notice me, Senpai. Warum magst du Fubuki mehr als mich? Genau so ist Axel, ne? Schimmel ist es. Das Spiel, das kenne ich nicht wirklich, ne? Aber das ist auch wieder so ein Kandidat. Keine Ahnung, das Cover spricht mich an. Dass ich auch irgendwann zocken möchte, ne? Aber jetzt kann man wieder die ganzen... Willst du Fire Emblem mal spielen? Willst du Monster Hunter spielen? Was ist jetzt mit Tokyo Mirage? Und was ist mit dem und mit dem? Aber, ja, Monster Hunter... Wäre sicher auch irgendwie Interesse da, aber... Ist ein bisschen weiter hinten in meiner Liste, kann man sagen. Ja, träum weiter! Was soll das heißen? Lass mich in Ruhe. Nee, das erzähle ich jetzt nicht. Mann, das ist traurig. Jetzt mach mich nicht traurig. Obwohl, das ist eigentlich für dich traurig. Okay, reden wir was anderes. Reden wir einfach was anderes. So, reden wir über Trash Games. Mir ist gerade nichts anderes eingefallen. Ich muss jetzt irgendwie an dieses Teddy-Spiel jetzt denken, das ja irgendwie jeder YouTuber bekommen hat. Irgendwie jeder Partner oder so. Aber ich muss da auch sagen, was irgendwelche Trash-Games betrifft oder so, über die man sich lustig machen kann oder so. Ich kenne das Spiel mit dem Teddy nicht. Nur mal ein paar Screenshots habe ich davon gesehen und es hat mich nicht wirklich überzeugt, der Humor. Aber was mich betrifft, ich bin da jetzt jemand, der möchte jetzt nicht wirklich auf Trash-Games zurückgreifen. Ich kann schon verstehen, dass das mal Spaß machen kann, einmal anzocken, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe noch so viele Spiele, die ich spielen möchte, so viele Spieleserien, die haben da eigentlich Vorrang. Naja. Life is strange. So. Warum können die die ganze Zeit draufschießen? Und was ist mit meiner Verteidigung? Kann die auch mal abwehren? Och man, ey. Leider nicht nur Trash, sondern... kommt sowas wirklich vor, weil... Was ich so mitbekommen habe... Bei diesem Teddy-Spiel... es hat halt so gewirkt, dass man selber irgendwie die Texte... Oder Textpassagen einstellt und dann ergibt es halt irgendwas Lustiges oder sowas. Irgendwie so was Zweideutiges und blabliblub, ne? Aber ist das vom Spiel aus? Wenn das wirklich vom Spiel aus ist, dann ist das wirklich... Was haben sich die Leute gedacht? Warum released Nintendo sowas? Naja. Wärst du irgendwann 64? Habe ich nicht das Spiel hier daheim? Also die Cartridge? Ich weiß jetzt gerade nicht. Hector, wie schaut's denn aus? Können wir Mark wieder einwechseln oder so? Das schaut ziemlich blöd aus hier. Ja. Obwohl, bei dir schaut es nicht wirklich besser aus. So, ich muss, glaube ich, jetzt mal ein bisschen herumspielen und den Ball in den eigenen Reihen halten. Ne? Also kann es nicht weitergehen. So holen die noch auf, die Spastiaten. Habe ich nicht gesagt, in der Pause lese ich mir die Kommis durch? Naja, oh, der ist faul.
Haha, die Musik ist auch so nice. Aber es ist wirklich so schade, Inazuma Eleven. Warum muss Inazuma Eleven so ein beschissenes Kampfsystem haben? Was im Prinzip ja eigentlich Spaß machen kann, aber... Das ist einfach unfair. Das ist... Level 5. Und es schreckt mich jetzt nicht wirklich ab, aber... Was Yokai Watch betrifft... Ist das jetzt auch nicht wirklich... ein positiver Einflussfaktor, wenn ich mal bedenke, Level 5 und Kampfsysteme. Ja. Was? Yes. Wir müssen schon aufpassen da hinten. Nein, aber da drüben ist sehr zu. So. Okay, okay. Dann schießen wir jetzt einfach für ein weiteres Tor. Ja, faul vielleicht? Elfmeter? Ey, das ist ein italienischer Schiri, der hat eine Schuld, dass ich jetzt hier verliere und ein Tor kriege. Ich merk's, ich kann nicht so schnell die Texte durchlesen. Naja. Professor Layton habe ich nur Professor Layton vs. Phoenix Wright gezockt bis jetzt. Aber auf jeden Fall sind das auch zwei Spieleserien, die ich mal zocken möchte. Ne? So. Achso, der hat gewartet. Okay, egal. Ich habe mir schon gedacht, der möchte jetzt eigentlich weiter nach vorne, aber egal. Dann sehen wir auch Doppelstern. Und kann jemand abwehren? Nope. Aber... Himmelsand, dann schauen wir mal. Komm, Hector, ich habe Vertrauen in dich. Aber ich bin auch auf jeden Fall gespannt auf Professor Layton. Layton sogar, ne? Warum habe ich jetzt rausgeschossen? Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe eigentlich mir gedacht, eigentlich möchte ich ja kurz abspielen und dann habe ich eigentlich schon lange gedrückt gehabt, ne? So. Dann... Spielen wir hinten ein bisschen hin und her, ne? Aber nein. Auf! Müssen wir aber da hinten mal aufpassen, ne? Die schießen doch ziemlich viel. Und natürlich schießt dann der Verteidiger auch noch, ne? Level 5 typische gute Stoppen. Ja. Was eigentlich was den Rest betrifft, von Level 5 ist ja alles fantastisch. Nur halt das Kampfsystem. Zumindest hier in Inazuma Eleven. Sogar ein Verteidiger schießt jetzt ein Tor. Sie ist unser. Gibt es nicht irgendwie Items, die man einsetzen kann? Das wäre irgendwie toll. Taktik. Naja. Probieren wir einfach mal ein Tor zu schießen. Warum nicht? So. Axel, komm. Yes. Austin, rein die Kugel. Nach. Was? Was für Lache. Das ist auch irgendwie bescheuert. Naja. Mal schauen. Bohr-Experte, ne? Ach man, warum hält er den? Nope. Glaube ich träume. Xavier wollte ich sagen. Wie heißt du nochmal? Hector? Geht's eh gut da hinten. Dann passe ich einfach mal nach hinten. Und wie schaut's aus? Ja, schaut nur ziemlich angeschlagen aus. Also muss ich aufpassen. Indem ich einfach schieße. Yes! Los! Mit Axel! Obwohl, ihr habt ja glaube ich keine Kombi. Tach! Naja, dann muss halt der andere Feuerfutzi hier erreichen, ne? Axel oder Xavier? Ich weiß ja nicht. Ich mag ja beide. Aber... ein bisschen Krell hier. Ein bisschen mehr habe ich ihn schon gern. Also, er hat gesessen. So, ich möchte jetzt mal schauen, ob man Items verwenden kann. Taktik, Status, Schützen, Items. Gut. Wir brauchen sowas mal. Volle TP. Was sind nochmal die TP? Ich glaube. Komm. Ja. Und schaut's wieder besser aus? Ja, das wollte ich sehen.
Das erste Mal, dass ich Items benutzt habe. Anstoß! Anstoß! Gut, obwohl es ist eigentlich eh schon recht egal jetzt hier. Und natürlich wieder Faul, ne? Kann ich mir lustig vorstellen. Oder creepy, wenn das in der Nacht passiert. Ah ja. Yes. So. Gut machst du das. Obwohl, eigentlich ist ja Hector. Ich weiß jetzt nicht, wie er im Japanischen heißt. Aber Hector ist ja eigentlich extrem groß im Anime, ne? Das hat auch immer ein bisschen merkwürdig gewirkt, als er da neben Mark die ganze Zeit gestanden hat. Und dann ist das auf einmal so ein Riese. Naja. Süderle. Auf geht's. Du, 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 du. Ah, die Musik ist so nice. Autsch. Ja, wollen wir abpfeifen, diese Heidi. Nope. Axel will zeigen, was er drauf hat mit einem normalen Schuss und einem Elfmeter. Axel, das darf doch nicht wahr sein. Er möchte zeigen, was er drauf hat. Wie schießt man nochmal? Oh. Ich habe überhaupt nichts gedrückt. Axel, yes. Er wollte einfach jetzt nochmal mir reindrücken, dass er gut ist und dass er toll ist. Okay, Axel, I have noticed you, ne? Ist ja nichts Schlimmes hier. So, eigentlich ist jetzt schon eine Stunde vorbei, ne? Ich würde sagen, wir werden hier, weil jetzt müsste das Mädchenteam, was auch immer das ist, auf uns warten. Und das ist der Endgegner, so gesehen, der letzte. Todespunkte. Okay. So. Ein Gegner müsste noch warten und das war dieses Mädelteam. Hat's halt geheißen, irgendwie da. Obwohl, da hat Nelly uns ja eigentlich schon gespoilert. Mädchenteam? Also, ich möchte ja Mädels nicht unterschätzen. Stelle deine Mannschaft auf. Aber ja, es klingt jetzt nicht wirklich so herausfordernd. Wie ein Team Ogre zum Beispiel. Aber schauen wir mal. Okay, die Mädels. Aber ich mag das Logo von denen. Jetzt geht's los. Das schaut geil aus. Mal schauen, welche Trikots die anhaben. Willkommen zu einem weiteren spannenden Fußballspiel. Ist das nicht die Mucke? Wird sich heute den Sieg erkämpfen. Die geile Mucke? Und wie immer ist Chester Horse Junior, Ihr Kommentator vor Ort. Okay, das sind dann die bekannten Mädels aus der Serie. Okay. Ja, das ist die Mucke. Die ist auch so geil. Ich weiß aber nicht, gibt es die Mucke irgendwo anders auch zu hören in der Serie? In den Handheld-Games? Weil die kam mir neu vor. Naja, egal. Solltest du auch nicht. Was sollte ich jetzt nicht? Und gut gemacht, Mark. Ach so, unterschätzen, ne? Naja, dann schauen wir mal. Ah, die Musik ist so geil. Los! Kravia! Ach Mann, ey, jetzt passen sie blöd herum. Hallo, Nelly. Okay. So fancy! Oh nein, was sollen wir machen? Das war ein Antrag für dich, Mark. Nimmst du an oder nicht? Wenn du ihn durchlässt, wird Nelly dich verlassen. Und wird nicht deine Partnerin werden. Oh... It's confirmed. Mark X Nelly. Ach ja. So. Nope. Nope, nope, nope. So sieht's nicht aus. So, was machen wir? Boah, das war knapp. Das war jetzt eigentlich in dem Kreis. Naja. Tigersturm! Komm aus dem, mach die Kugel rein, please! Hey, wie sie uns anschaut. Ach ja. Und hält sie den Ball oder nicht? Das ist hier die Frage. Und sie hält ihn? Was ist denn hier los? Den hat er sicher. Seit wann sind die Mädels ein Er? Ich weiß selber nicht, aber... Fuck the gender. In 5 Minuten muss ich essen. Wir grillen. Okay. Dann grille. Hoffentlich grillst du grillen. Naja.
Aber hat's nicht irgendwie so... Na, es heißt ja eigentlich, dass solche... dass solche Insekten eigentlich nahrhafte Dinge sind, ne? So, ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Ich verliere die Bälle einfach zu oft. Die Musik ist so geil. Ja, natürlich. Bei denen funktioniert das einfach einmal. Einfach einmal. Faul programmiert. Hallo. Strohhut. Waffi. Okay, Himmelshand sollte das eigentlich doch packen. Das ist Level 1 gegen Level 1. Mal schauen. Und Mark? Okay. Ja. Irgendwie schießen die zu oft. Was soll ich denn da machen? Ich weiß doch nicht. So, Silvia, ist das nicht eine Holzfrau? Das klingt auch so doof. Dann sollte ich mal mit den Feuerfuzis angreifen. Das sind alle Transen. Ja, sicher. Und nicht faul programmiert, wie es Pommes schon gesagt hat, ne? Au, faul vielleicht mal? No, warum auch? Los, grätsch rein! Blutgrätsche! So, na, wo passt du denn wieder hin? Ich möchte... Wo rennst du denn hin? Ein spannendes Spiel! Also manchmal die Laufwege hier voll niedergemetzelt. So, rein die Kugel. Urknall sollte das jetzt sein, oder? Naja. Kometenball ist effektiv. Naja, ist auch egal, ne? Kommt er nur. Ja, kommt raus. Nur muss einfach mal Galaxy für uns rauskommen, bevor wir eigentlich über das neue Spiel reden, ne? Yes! 1:1 auf Kraria ist verlassen. Gut gemacht. Das Spiel möchte ich hier nicht verlieren, ne? So. Ja. Auf geht's. Schießt sie gleich wieder. Och man. Ich aktiviere da und diese Phase. Die heiße Phase. Ist sehr stark. So, Seelenhand. Aber wir haben Hector hinten. Der hält eh alles. Fast alles. Auf ihn ist Verlass. Achso, ich habe ja die heiße Phase. Ich wollte gerade wieder ein bisschen auf Zeit spielen. Was machst du so bescheuert? Ja. Schau nicht. Bist du nicht von der Alpine, wie auch immer. Wegen diesem Hut. Schaut ein bisschen so aus. Nein. So. Nein. Komm. Das schaust du nie. Ist eigentlich schon ein bisschen unfair. So ein Wallside gegen die kleine Maddie. Das ist unfair. Naja. Ich versuche jetzt noch ein Tor zu sehen. Obwohl eigentlich sollten wir vom Typen Nachteil sein. Obwohl. Weil Cannon ist ja ein Luftfuzzi und sie hat ja ein Holz, eine Holztechnik, aber das ist ja eigentlich ein Boden, eine Bodenspezialtaktik, Technik hier von Cannon. Naja, schauen wir mal. Und er geht nicht rein. Oh mein Gott. Was? Nein, nicht schon wieder. Das gibt's doch nicht. Weiß man schon? Nope, weiß man nicht. Ich glaube, erst gegen Ende Juli jetzt, also am Ende von diesem Monat, gibt's von Level 5 irgendwie so ein Event und da erklärst du über das neue Spiel, erklärst du halt mehr. Aber Datum gibt's noch keins. Komm, Hops! Aufstellen, du schaffst das. Ja, natürlich. Die können immer reingrätschen, aber ich nicht. Du musst halt ein Gentleman sein. Keine Ahnung, was das mit dem zu tun hatte. Hallo, ich habe eigentlich attackiert hier. Voll reingegrätscht. 1:1. Das gefällt mir nicht.
Stirb. Stirb. Aggressionen gegen die Needles. Ja, Scammy, du bist auch hier. Hat eine heiße Phase. Soll ich auch so eine Mädels-Technik hier jetzt einsetzen? Nein, Silia, das machst du nicht. So. Ich passe einfach mal dort. Na, oh, natürlich. Fängst du das gleich ab. Die schießen mir eindeutig zu viel hier. Ganz schnell nach hinten losgehen. Naja, heiße Phase, es ist ja hier heiß. Eigentlich sollte es 30 Grad jetzt sein draußen. Und dementsprechend drinnen noch mehr Grad. Oh ja. Naja, aber wenigstens habe ich da jetzt rechts von mir meine Tür offen. Wenigstens das habe ich. Ich schieße jetzt einfach mit Level 1 Technik, weil, wer weiß, vielleicht möchte die Frau hier jetzt auch eine Taktik, warum sage ich immer Taktik, eine Technik einsetzen, ne? Naja, gut, magische Faust, und wehrt sie auch ab. Wie viel hast du eigentlich noch? Warum hat die noch so viele Punkte? Dann sollte ich mal mehr schießen, ne? Dann schieße ich auch einfach mal voll lame. Von hinten. Oh, lass mich halt schießen. So, naja, aber wenn es mir zu heiß wird, was ich nicht glaube, weil ich eben jetzt gerade meine Tür offen habe und das ist, schaut so aus, dass mein Zimmer eigentlich so ist wie eine Sahara. Und wenn ich dann rausgehe und draußen jetzt, unmittelbar vor meiner Tür, ist es so, als würde man in einer Sahara einen Kühlschrank aufmachen, ne? So ist der Unterschied hier. Und diese kühle Luft geht jetzt hier herein, weil die Tür offen ist. Oh. So schaut's aus. Und ich habe auch meinen Eltern jetzt gesagt, beziehungsweise meine Mutter, dass sie jetzt lieber draußen sein soll. Und jetzt nicht dauernd hier hin und her rennen soll. Sonst ist sie hier im Internet. Die Musik ist zu Ende. Ich wollte Item einsetzen. Spezialregel für Hector Helio, weil er braucht das. Jupp, das wollte ich sehen. Und dann auf ein neues vielleicht. Ich glaube, Silvia ist doch ein... Ja, das, sie müsste eigentlich schon, ne? Egal. Oder? Egal. Nee, der Kater ist jetzt nicht hier, der Kater Lä. Ganz fancy, ne, mit dem Lä am Ende. Mach mal Platz. What the fuck? Nein. Keiner kann sie stoppen. Nope, nope, nope. Nein, nicht wieder. So. Dankeschön. Was ich mich aber auch frage. Stonewall, seine Form aus dem zweiten Teil, das ist ja so ein Bonusspieler, ne? Aber, man, ey! obwohl eigentlich der Stonewall aus dem dritten Teil besser sein sollte, hat der Stonewall, der geheime Spieler, bessere Werte und das ist irgendwie unlogisch. Der Bonus Stonewall, der schaut auch ziemlich crazy aus. Kann ich euch vielleicht dann später zeigen. Ne? Der Berg. Jetzt hört ihr endlich mal auf, von hinten zu schießen. Ich finde das auch lame, dass man wirklich immer von hinten schießen kann. Und das war natürlich kein Foul. Warum auch? Und das auch wieder nicht, ne? Nee. Nee. Och man, was soll denn das? Todesdreieck? Ja, das ausschaut schon. Ist jetzt nicht die üble Attacke, aber trotzdem. Obwohl, zwei. Das schon. Ausgetippt. Ich weiß jetzt nicht wirklich. Ja, könnt schon Tipps raushauen, aber jetzt nur wirklich die helfen jetzt während dem Spiel. Nicht irgendwie, hol dir diesen Spieler und diesen Spieler. Das hilft absolut nichts. So. Sehr amüsant. Habe ich irgendeine Schusstechnik drauf? Ja. Dann schießen wir. Komm schon, Sharpie-Line. Wuschel kommt auch nicht rein. Keine Katze kommt hier rein.
Kombischuss F sollte eigentlich auch eine ziemlich gute Technik sein. Komm, Silvia, lass die Kugel mal rein. Und endlich erhaben. Und? Natürlich hältst du den Ball. Mann, ey. Los! Yes! ist Typ Erde, hast du Luftstürme? Ist sie wirklich von Typ Erde? Naja, ich könnte es eben jetzt mit Fugoki probieren, ne? Meine Stimme, die kratzt ab. Mann, ey. Wie die dauernd abwehren. Ich wollte jetzt eigentlich mit Sean Frost jetzt attackieren, aber nope. Ich muss das hier jetzt mal abwehren. Unüberwindlich. So, vielleicht ein bisschen herumtricksen hier. Und das war natürlich wieder kein Foul, ne? Okay. Obwohl. Das geht bei denen immer so einfach, das Ball abnehmen. Nein, ich wollte gerade schütteln. Nimm Jimmy ins Team mit Superbrille. Natürlich. Superbrille, die beste Attacke ever. Die kann irgendwie jeder erlernen oder so, habe ich das Gefühl. Seit Anfang an. Naja. Süderle. Gut gemacht. Nichts anbrennen. Nee, nix. Yes! Der Richtige hat die Kugel. So, du bist jetzt ein Luft-Tiny. Und du solltest jetzt... Komm schon! Cannon! Du schaffst das! Du schaffst das! Da. Naja, im zweiten hat er doch den Stück der Elstein. Ach so, ja, vielleicht deswegen. Aber unendliche Hand sollte eine Holztechnik sein, ne? Aber es geht trotzdem rein, okay. 2-1, die wird wahnsinnig! So macht das ein wahrer Evans. Ein wahrer Evans. Die Sprachausgabe ist wirklich manchmal ziemlich... Ja... Stirb! Voll in den Arsch gegrätscht. Und nein, jetzt nicht zweideutig verstehen, ne? Mann, ich wollte eigentlich abwarten. Power Duft! Ach, Mann. Ja, jetzt schießt sie wieder von da hinten, ne? Puah! Okay. Seit wann hast du jetzt eine Technik drauf? Egal. Eisgefängnis. Wollte ich nicht die Kommis lesen? Aha. Wie in Pokémon vergesse ich da dauernd irgendwie die Animationen einzuschalten. Und jetzt hier, wollte ich das nicht lesen? was wichtig ist? Dann gehe ich natürlich nochmal zurück. Oh Mann, ey, die Nerven. Das ist wahrscheinlich ihre Taktik, ne? Immer mit Level 1 Schuss hier draufballern. Dann wäre ich aber jetzt mit Himmelshand X ab. Das wäre jetzt gelacht. Das wäre doch gelacht, wenn der den Ball jetzt nicht hält, ne? Gut gemacht. So schaut ein Torhüter aus, Marc, ne? Autsch. Was? Schon in Ruhe. Der hat ja doch nichts gemacht. Okay. Ist das Spiel schon vorbei? Wer weiß? Komm schon, Sharpilein, du schaffst das. Komm. Yes. Auf geht's, noch eine Kugel rein. Pommes geht essen, hoffentlich keine Pommes, weil dann wäre Kannibale. So, aber ich muss schon sagen, wenn ich jetzt hier diesen Turniermodus hinter mir habe, dann habe ich einen gewissen Druck jetzt. Jawohl. Lastet kein Druck mehr auf meinen Schultern, muss ich sagen. Weiterspielen. Weil einfach, ja. Dann habe ich fast alles erreicht, was ich hier in diesem Spiel erreichen wollte. Und dann können wir ja frei uns vergnügen hier mit dem Spiel. Solange uns bockt. Uns bockt. Natürlich dann spätestens bis 8:30. Weil ja dann später das Finale ist. Naja. Aber Pommes ist... Du solltest ein guter... schöner und starker Mann werden, deswegen esse. Essen.
Warum rede ich jetzt so? Keine Ahnung. Seelenhand. Gut gemacht. Das sehe ich jetzt schon, dass du den hältst. Gut gemacht, gut gemacht. Dieser Torwart lässt nichts anbrennen. Genau. Ich mag Hector. Och man. Ihr seid nervig. Aus dem Weg. Defensivstreich. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich abpassen. Ich habe auch abgepasst. Auf, meine Damen und Herren. Auf. Das war's dann für heute. Auf. Das war ein äußerst spannendes Match. Wahrscheinlich wollte Sean gerade sagen, aus. Aber es hat sich angehört wie auf. Egal. Jetzt verabschiedet sich von Ihnen Ihr ja, 3-1 gewonnen. So, ich hoffe mal, es ist jetzt soweit. Es sollte jetzt soweit sein. Hoffe ich. Yes. Es sei denn, es kommt noch ein unbekannter Gegner. Der Endgegner von Galaxy. Und der ist viel stärker, weil andere Timeline so gesehen, ne? Eigentlich müssten die ganzen Techniken aus Go besser sein aus der ersten Trilogie, als die aus der ersten Trilogie, ne? Eigentlich schon, ne? Hast du viele Punkte, ey? So, aber das möchte ich hier jetzt schon noch sehen. Das möchte ich sehen. Und? Kommt noch irgendwas? Herzlichen Glückwunsch! Die Mädels, okay. Mädels? Spieler von Mädels? Das wollte ich haben! Yes! So, 5. Okay, Schätze gibt's jetzt auch. Alter, so viel, ey! Yes! Ich bin schon gespannt. So, bevor wir jetzt eine Pause machen, werden wir natürlich wen anwerben gehen. Das wird gelacht. So, wo sind's denn? Yes! Fast 1000. Körpereinsatz hast du so viel. Okay. Yes! I am happy. You are happy. Let's be happy every together. Keine Ahnung. Nein, so geht das Lied nicht. Aber egal. Ihr habt nichts gehört. So, da gibt's aber noch ein paar Geheimspiele. Aber ich werbe jetzt einfach mal gemütlich. Ja, gemütlich Spieler an. Die Go-Spieler. Okay, okay. Und vielleicht Nelly. Naja, so gut ist die jetzt hier auch wieder nicht. Dafür, dass die relativ schlecht im Körpereinsatz ist, hat sie mir doch oft den Ball abgenommen, ne? Naja, wie schaut's denn bei dir aus, ne? Fangen B, okay. Pegasus hast du drauf. Das passt ja eigentlich, ne? Ja. So. Ich bin happy. Jetzt stellen wir uns noch ein Team kurz zusammen, mit dem wir dann ein bisschen frei trainieren. Süderle. Es ist zwar jetzt ein bisschen doof, wenn ich jetzt mehrere Spieler reinwechsle, wegen Freundschaft und sowas, und dann wird die Mannschaft automatisch schlechter eigentlich. Sie sollte eigentlich schlechter werden, ne? Aber das ist mir jetzt wurscht. Ja, Jan. Yes. Yes, ich hab ihn. Mein Schnucki putzt. Ach ja, aber schießen kannst nicht wirklich. Du kannst nicht schießen. Bist du doof dafür. Du bist aber auch nicht wirklich geeignet für einen Stürmer vorne, wie es ausschaut. Naja, so gut sind die Techniken jetzt hier eigentlich nicht, ne? 30 TP ist eigentlich relativ schlecht. Naja, aber ich sage jetzt einfach mal, wen wechsle ich denn jetzt aus? Ich weiß nicht. Ah, Frost, dich möchte ich eigentlich drinnen haben. Deswegen Stoutberg, sorry. Nein, Minion. Stoutberg ist zwar schlechter, aber... Aber Stoutberg, der mit seiner kleinen Familie, den kann man ja noch mögen, ne? Nein, komm. Ich möchte das einfach nur mal vorzeigen dann. Erwick, ne, ich mag dich eigentlich auch, ne? Aber die anderen möchte ich auch nicht auswechseln. Ich glaube, Cannon, du hast mal... Nein. Dann haben wir so viele Feuerspieler. Ah, sorry. Erwick. Aber ich möchte Victor und Ricardo drinnen haben. So schaut's aus. Sorry, Stonewall, aber so schaut's aus. Und Mark, du Lusche, obwohl Mark muss drinnen sein, wenn es mit Aeon geht, ne? Süderle. Du bist wieder da, nur ist
bisschen doof. Wir machen jetzt kurz eine Pause, ne? Warum hat Victor das hier an? Und alle anderen die normale Kleidung. Naja, aber dann schauen wir noch in den Itemladen. Ich weiß auch nicht so recht, wie lange wir heute dann noch streamen werden. Wie schon gesagt, wir werden jetzt ein bisschen herumprobieren und ja, dann schauen wir mal. Ne? Neues Raimon-Trikot kaufen wir natürlich jetzt auch noch ein. Warum nicht? Warum nicht? Das mag ich. Kann man jetzt nicht irgendwo mehr schätzen? Da, die Fibeln. 4000, okay. Ziemlich teuer, ne? Karl, dann esse ich weiter. Wollte nur Gabi und Nelly bestaunen. Dann esse ich halt weiter. Söderle, jetzt können wir eigentlich... Naja, es ist halt ziemlich teuer hier. Was brauche ich denn? Auf jeden Fall einmal fangen. Dass wir eine Mauer hinten haben. Und schießen sollten wir eigentlich eh... Ja, schießen auch noch, ne? Ja, so. Dann frischen wir auch jemanden auf, ne? Söderle, wir brauchten eine geile Schuss. Taktik, na Taktik. So, du bist auf jeden Fall Pflicht hier mit Level A. Verteidigung. Wen sollten wir eine Verteidigung beibringen? Ich weiß nicht, wen soll ich eine Verteidigung geben? Der Torhüter Nummer 2. Was? Also, Schiepe. Den Schiepi, den werde ich dann auch reinwechseln. Aber ich möchte ein Spiel mit Mark und Erwin auf in einem Team haben und dann wechsle ich Mark aus. Hat sich nicht wirklich bewiesen, ne? So. Victor, du kriegst was ab. Schussfibel. Ah, schaut so schön aus. Dann... Wer noch? Du musst eigentlich auch mal einen B-Rang kriegen. Unser Video. Und Axel natürlich auch einmal, ne? Siehst du, wie nett ich bin? Normalerweise hätte ich jetzt Hobbs unseren Austin hochgelevelt. Aber nein, ich habe jetzt Axel mal das gegeben. So, Körpereinsatz können wir Erwin geben, ne? Yes, das möchte ich sehen. Gut. Dann, Leute, machen wir Pause. Pause. Für 5 Minuten oder 10 Minuten und ja, mal schauen, wie lange wir dann noch streamen werden. Aber ich bin jetzt wenigstens erleichtert, dass ich jetzt hier das so gesehen abgeschlossen habe und jetzt können wir uns einfach frei bewegen. Naja, so frei auch wieder nicht, weil, ja, dafür müssten eigentlich alle wieder 100% Freundschaft haben und das wird sich heute wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Obwohl, wir könnten das uns antrainieren jetzt. Oder wir könnten jetzt Zeit investieren, um zu trainieren die ganze Zeit. Diese Freundschaft, aber das ist mir zu langweilig. Naja. Leo Bay ist echt ein schlechter Witzbold. Schiepe. Ach ja. Naja, aber Leute, wie schon gesagt, wir machen jetzt Pause. Und... Dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Warum muss ich jetzt so blöd gucken? Keine Ahnung. Bis gleich.